Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukenland. Ich war gestern im Hochhaus stehen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes, beim Lampenverlegen. Wie mir Driesen Wann berichtet hat, Wolfreich wohl auch auf dem anderen Server, also im Drüsenland, wohl ein paar Maschinen bei ihm kaputt gemacht und noch andere Sachen. Also haben wir uns dazu entschlossen, ihn vom Server zu verbannen. So einfach ist das, weil Scheiße bauen können wir selber. Und da haben wir keinen Bock drauf. Wir wollen hier in Ruhe zocken. Und das machen wir demnächst jetzt auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andere haben ihre elektrische Eisenbahn. Wir haben das Haukenland. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acht. Und wer sich an die einzige Regel, die hier auf dem Server gilt, nicht halten kann, also dem tut es mir wirklich leid. Ich kann es ja mal kurz. Rules, ne, sollte es eigentlich auf jedem Server geben. Für die, die es lesen können, können sich das ja mal eben durchlesen. Ne. Also wer Macht hat Recht im Grunde, aber. Habe Spaß, nur zerstöre nichts, was euch nicht gehört. Und wenn man sich da schon nicht dran halten kann, dann, sorry, muss man gehen. Ich komme da gleich runter. Wartet. Nicht so hastig. Ich bin gleich bei euch. Ah, jetzt nur 7. 7. 2 Lampen. 7. So sollte ich das vielleicht mal machen. Oh, dann komm mal her. Sonst ja jemand ohne Fahrschein. Enderman, die spawnt. So, kurzen Prozess. Wieder Level 21. Und ich habe noch mal überlegt, ich halte das für mit Lampen in den Trägern selber auch für keine so schlechte Idee und ich denke, das werde ich auch noch umsetzen. Vielleicht heute noch mal gucken. Erstmal will ich das hier oben fertig bekommen. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Einen noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Könnte natürlich zu Engpässen an Erde führen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jo! Auch wenn es vielleicht wieder zu einer Endlosdiskussion wie gestern führt, schauen wir doch mal. Na, wo ist er denn? Ach, da ist er. Connected. Da. Channel switched. Und jetzt wieder 7. 1, 2, 3. Jetzt wieder 2 Lampen. 1, 2. User joined your channel. On. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Was gibt's sieben. Neues? Nicht viel. Nicht. Dann ja auch nicht. Drei, vier. Ich hab die 27 Millionen nicht gewonnen. Daher. Nee, ich auch nicht, aber ich habe auch nicht gespielt. Ja, aber ich. Yeah, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oh, ich muss gleich unbedingt mal Scheiß bei dir. Oh. Scheiß bei dir in Recycler packen, ey. So viel Rummel. Ja, tu dir keinen Zwang an. Nee, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unendlicher Scheiß. Ja, sammelt sich halt über die Monate an. Nicht nur über die Monate, ja. Ja, wie gesagt, ich war ja, um zu punkten, gestern in diesem Skelett. Fallturm und die Skelette, die lassen dann halt auch häufiger mal irgendwelche Bögen fallen und so. Das ja. Ist halt natürlich dann ständig am Hals, weißt du? Wo ist denn jetzt die Spinne schon wieder? So, schon bin ich stolzer Besitzer einer Routine-Rüstung einer Verzauberten. Mann, ist die hübsch. Yeah. Nie verkehrt. Mhm. Eines Tages werde ich mir die Spiel auch anziehen. Bist du gerade in der Pyramide? Nee, im Hochhaus. Kannst dich aber über Warp PY dahin warpen. Warp PY. 4, 5, 6, 8. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Eins. Ja, und da war es zu Ende. Schade. Keine Erde mehr, Mann. Muss mich doch glatt in die Pyramide rüber porten. Nach Hause quasi. So, da, hier, zack.
Boom. Den Rest wieder mit Erde auffüllen. Oh yeah, es funktioniert. Sollte. Ja, sollte. Oh, hier bist du ja noch eine Truhe, die hab ich noch nie gesehen. Was ist denn da? Hey. Ein Sandsteinziegelraum. Mit Sitzgruppe. Das habe ich noch nicht gesehen in einer Pyramide. Ach, auf Klo bist du oder so. Nee, hier links von der Tür, da ist eine Eisentür. Die Sitzgruppe. Ach so, ja, da ist noch nicht fertig. Was geht denn das? Ja. So ein, ja. Eine Lounge. Aber ist ziemlich eng. Aber das macht doch nichts. Das ist ein Proberaum. Schlau. Ja, quasi. Wollte die Stühle und so aber auch nochmal anders positionieren, irgendwie. Boah, das ist echt. Und was ist, hier links? Was ist das? Da ist nur Technik hinter von der Tür. Hat der echt meine Köter getötet? Der ist ja doof, ey. Echt, dieser Typ hat deine Köter getötet? Ja. Alle? Mal gucken. Ja, hier saß mal einer vor der Tür, das stimmt, ja. Mehrere. Ja, ja, ja. Hat eine Sau, du. Ja. Gefährlich, gefährlich. So, ja, ich hab hier noch zwei gefunden. Na, kommt mal schön hier mit. Oh. Du hast eine Lichtorgel gebastelt. Boah, Start- und Landebahnlicht. Versuch. Ja. Gut. Gute Sache. Banane. Was hier mit dem Pitzen? Das kann ja irgendwie nicht funktionieren hier. Ah, wie? Eigentlich gleich, ja. Pferdeschutzschutz sind noch da. Na, kommt mit. Egal welchen ich nehme. Was? Recycler? Ja. Da ist doch nur einer. Hier, der mit den drei Pumpen, ne? Drei Punkte? Wo bist du denn? Pumpen, Pumpen, Pumpen. Vier Pumpen sogar. Unten eine. Und drei. Oben. Ja, müsste so ein Recycler-Zeichen drauf sein. Ja, ja. Okay. Hinein mit dem guten Zeug. Ich hol dir mal ein paar Koteletts. Oder die Maze Wafer, die waren auch super. Ja, hallo. Oh, wie schön. Nachwuchs. Geht nur zu Paarungszwecken. Du kommst mit. Wo ist er denn? Da! Du passt hier mal auf die Hühner auf. Hm. Zum Essen brauche ich nicht.
So, dann haben wir. Das ist wieder gestresst. Wir sind jetzt rotlos geworden. Wir haben sogar noch was Gutes getan. Ja, cool. So, das ist nicht erleichtert. Zurück. Ja, komm da her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, das war falsch. User was moved to your channel. 7. Moin. Seid ihr Minecraft zocken? Hallo, yo. Ja. Sagt mir bitte, auf welchem Server ich spiele. Ich will auch mal wieder spielen. Ja. Alles möglich. Theoretisch, ja. Aber wir haben jetzt die letzten Tage schlechte Erfahrungen mit Leuten gemacht, die wir nicht kennen. Und, ich bin aus dem Clan. Ja, ich kenne ihn zumindest. Doch mal so ein bisschen. Der ist auch mit Hona in Second Life. 6. 7. Nicht wahr? Was? 8. Du bist auch in Second Life mit Hona, ne? Nee, verwechselt nicht, glaube ich. Echt? Oh. Ja. Ich okay, zock eigentlich immer mit Holly, Eugen, Smash, schlag mich tot, eigentlich fast immer CSGO. Aber vorher habe ich halt auch Minecraft gezockt. Hab auch die hatten halt einen Server und da habe ich Event Manager gezogen und so und wollten dann, Prospekt ist dann in die Hose gegangen, also irgendwann kam kein Arsch mehr drauf und dann haben wir versucht einen neuen Server aufzubauen, aber es hat auch nicht so wirklich funktioniert. So. Oh. Tja. Ja, probieren muss man. Habt ihr einen eigenen oder was? Ja, eigener Server. Und jetzt war letztens wohl einer hier, der ein bisschen Scheiße gebaut hat, aber du hörst dich nicht so an, als wenn du auch zu der Kategorie da gehörst. Nee. Ich weiß es nicht. In meinem Leben noch nie dieses, wie heißt das, X-Ray? Oder so heißt das? Ist das nochmal? Geht ja, nicht um Cheaten, sondern um Griefen. Nee, aber sowas Beispiel. Ja, auch nicht, weißt du, so. Habt ihr kein Plugin drauf, oder? Nee, weil wir sonst alle Leute kennen, die ja zocken. Weil ihr sonst alle... Ihr kennt die Leute... Achso, weil ihr sonst alle Leute kennt, die das... Achso, jetzt hab ich's gecheckt, ja. Sorry. 1, 2, so, du meinst Schießplatten, ja, nee, das ist nicht das Thema. Nee, aber ich kenn das selber, ich red mir selber auf, wenn das Brief wird, so. Nee, cheaten, das ist hier nicht so das Problem. Ich meine, wer cheaten will und irgendwas bauen will, der soll er das machen. Ist halt sein Eigenpech, ne? So soll dann jeder den Spaß haben, den er haben möchte. Ja, das also. Ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er Creative oder Survival spielt. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Rotzkocher, was sagst du? Kann man doch mal austesten. Ihr verfolgt ihn auch. 6, 7. Pass auf. Ja, mach mal. Du musst Modpack Haukenpack runterladen. Was ist das für eine Version? Pack muss ich runterladen. Kennst du dich ein bisschen aus mit dem Technik-Launcher? Mit dem Technik-Launcher? Ja. Ich kenne hier MC-Patcher so, ja, aber. Ich weiß auch, wie man Texture Packs installiert und so ein Scheiß. Oh ja.
Ja. Ja, wir spielen halt mit einer Menge Mods. Wir haben einen eigenen Modpack, weißt du? Okay, mit Mods habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Ihr müsstet mir so mehr oder weniger mal erklären. Ja. 5, 6, 7. Erstmal zur Erläuterung, du bist auch live gerade im Netz zu hören unter twitch.tv/rotzkocher. Das nur zur Info. Ja, alles klar. Aber guckt eh keiner zu, also von daher. Ja, ist ja schon mal gut. Ja, und nachher zu sehen auch bei YouTube. Ja, läuft doch. Aber nur abends um 8. Also nicht irgendwie durchgehen, sondern irgendwie so von 8 bis 9 jeden Abend wird halt gestreamt. Ja. Und ansonsten nicht. Also von daher okay. Brauchst du jetzt nicht Angst haben, dass er irgendwie ständig. Wenn ich online bin, dann stream ich. Alles klar. Wenn ich zocke. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, also wir spielen halt ein Technik-Modpack. Vielleicht Technik solltest du mal auf die Twitch-Seite gehen und jede mal die Beschreibung durchlesen, weil da steht nämlich drin Technik-Launcher, wo man ihn bekommt, was man sich da runterladen muss und wie der Modpack heißt. Ja, am besten schickst du mir mal eben kurz eine Adresse, eine Website. Twitch.tv. Augenblick. Twitch kann ich mehr haben. Twitch.tv. Zack. Und dann suchst du nach. Nö, nee, nicht. Rotzkocher. Ja, Rotzkocher, ja, genau. Ja. Ja. Der Tour ist mittlerweile richtig Dings geworden, ne? Bekannt. 6, 7, 8. Was ist Twitch bekannt geworden? Twitch kannte ich vorher gar nicht und ich zock schon verdammt lange. Was? Twitch? Er kennt Ach, Twitch! Kennt Twitch vorhin. Ja. Ja. Ach so. Das kennt man nicht. Start watching hier, das Haukenland. Genau. Ja, ich kannte Twitch vorher auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange gibt's das denn schon? Puh, keine Ahnung. Twitch ist ja irgendwo die Zockerausgeburt von Justin TV und Justin TV gibt's schon seit Jahren, keine Ahnung. Irgendwie, ich glaube, die sind auch gar nicht mehr zusammen, weil man braucht jetzt auch für Justin TV einen eigenen Login. Muss man sich dann neu machen, auch mit Twitch-Account kommt man da nicht mehr rein. Das haben die mehr oder weniger so ausgegliedert, weil einerseits waren dann da halt die deren Livestreams und viele haben dann auch Fernsehen gestreamt und ja, für die Zocker haben sie dann irgendwann mal Twitch gemacht. Ach, schlag mich tot, Better Anvil, Wildcraft, Custom Yoga. Das ist bestimmt schon 2 Jahre her oder so, ah, oder 3. Ab 147 wenden wir von PSNON mit Modpack für den Technik-Launcher mit Namen Haukenpack. Genau, also du musst als erstes auf die Technikseite gehen, das ist technik.net. Ne, technikpack.net, ne? Genau, ja, genau, da bin ich drauf. Jo. Und da kannst du dann nach dem Haukenpack 147 ist ja, das. Erstmal brauchst du den Launcher. Ach, den Launcher, den musst du dir runterziehen und das ist im Grunde genau wie der Minecraft Launcher auch. So, ziehst ja runter, ausführen, anmelden. Und dann geht halt ein kleines Fensterchen auf und dann kannst du links Add Modpack auswählen. Also kannst du hoch und runter scrollen. Hier sind verschiedene Modpacks schon vorinstalliert, wie, weiß ich nicht, Hexit, Big Dick und noch andere Sachen. Und da hast du dann auch ein Fensterchen, da steht Add Modpack. Und wenn du dann da drauf klickst, öffnet sich ein kleines Fensterchen, wo man dann diesen Haukenpack-Link einfach reinpastieren kann. So, ich gehe jetzt erstmal hier. Jetzt habe ich den Technik Launcher habe ich runtergeladen. Also jetzt kann ich den ganzen mal starten, ja, den Technik Launcher. Genau. Okay, am Blick. So. Du brauchst aber diese URL, ne, von dem Tech. Vom Haukenpack. No installation of Technik found. Technik Launcher will installed. Da und da. Ja, erstmal installieren. Ja. Jetzt. Oh. Hat funktioniert. Was ja, dann musst du jetzt auf dieser Technikpack-Seite das Haukenpack suchen. Jetzt muss ich mich da anmelden. Nee. Nicht. Please login using your Minecraft-Account. Junge. Ach so, im Technik-Launcher, ja, du meldest dich damit ja quasi bei Minecraft an.
Was war mein Passwort? Das sollte man, wissen. Ja, schon lange nicht mehr gespielt, ne? Deswegen. Ich habe vielleicht Server mehr gefunden. So, bin drin. Ja, jetzt. Auf der linken Seite, da kannst du dann hoch und runter scrollen. Ja. Das ein leeres Fenster steht Add New Mod Pack. Add New Pack, jo. Da draufklicken. Und da geht ein kleines Fenster auf. Da kannst du den Link da reinpasten. Vom Haukenpack 147. Ach da, zack. Da Plattform URL, da reinpacken, paste. Add Mod Pack, ja. Du musst aber, ja. Muss die Version 147 benutzen. Ja, die habe ich ja, ja drin, 147. So, habe ich. 4, 5, jetzt ist sie da drin. 7. Ja, und dann einfach auf Play klicken und dann fängt er an, sich den Pack runterzuladen. Das sind so 300 MB. Dauert ein bisschen, ja. Ja, je nach Dropbox-Auslastung. Eins. Zwei. Ja, ja. Drei. Das gehen jetzt ein paar Minuten. Ja, ist kein Problem. Ja, wo kommst du denn her? Wie bist du jetzt hier drauf aufmerksam geworden? Ja, durch den TS halt. Ich bin halt hier immer auf dem TS und zock mit den Jungs CSGO. Hab da den Minecraft-Channel mal gesehen, mal gefragt, ob wir irgendwie Minecraft-Server haben, also kam so, nee. Und jetzt habe ich gerade im Smash gesagt, switch mal hoch, ich will mit dem quatschen, vielleicht wo die zocken. Ja. Und dadurch halt bin ich auf euch gekommen. Weil jetzt mal der Channel voll war. Ah, ja, okay. So. Ja, ja, wir sind auch die einzigen, die wir sind sozusagen nur aus Zufall auf diesem TS Channel, weil ja, wir haben ja mehrere hat, Server. Ja, ja, mehrere TS Server. Ja, weil Hona hat den halt mal irgendwann, also ein bekannter von uns. Ja, Hona kennt Danilo. Genau, der kennt Danilo und deswegen ist dieser Channel da drauf. Ansonsten kennen wir die ganzen Leute auch nicht, die da rumspuken. Okay. Von daher, ja, schön mal ein neues Gesicht, wollte ich gerade sagen. Neue Stimme zu hören. Passt nicht. Ja. Aber, ja. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was machst du? Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, bin 23 Jahre alt. Ja, und zock eigentlich gern CSGO. Eigentlich früher Minecraft, jetzt CSGO. Was gibt's denn großartig zu sagen? Eigentlich nichts. CSGO. Ne? Was ist CSGO? Ich meine, wo ist der Unterschied zwischen normalen CS? Oh, ja, das fing an mit 1.5. Ganz normal Construct 1.5, dann 1.6, Construct Condition Zero, Source und Global Offensive. Das ist einfach nur ein neues Game. Die Models sind anders. Also ein neuer Mod sozusagen. Ja, nicht Mod, das ist ein ganz neues Spiel. Echt? Das, ja, ja, die MMO. Grafik bei 1.5 ist ja pixelmäßig. Und mit der Source Engine dann und so alles. Das ist komplett anders halt. Die Grafik ist anders, das Movement ist anders, das Aiming ist anders, die Hitboxen sind anders, komplett anders halt. Aber immer noch, okay. Die Maps sind gleich aufgebaut mit ein paar qualitativen Änderungen. Ach so, Lauschen wir doch einfach mal gebannt. Er spielt halt so viel wegen Matchmaking, also so. Was soll ich erklären? So competitive. Da spielst du, kannst du mit fünf Leuten spielen? Bis zu fünf Leuten. In einem Team und dann werden halt random Leute gesucht. Und da kannst du Rang aufsteigen, Rang absteigen und schlag mich tot. Ne? Dann gibt's nach dem Match halt noch Waffendrops, Skins. Die kannst du auch verkaufen. Und allen möglichen Kram haben die eingebaut. Hauptsache, die machen Geld. Ja. Okay. Ja, schon gehört, wusste ich nicht, kannte ich nicht. Also, das war mir neu. Okay. Ja, du kriegst halt Kistendrops. Die Kisten, die kannst du aber nur aufmachen, wenn du Schlüssel hast. Der Schlüssel kostet 1,80 Euro und den musst du kaufen. Nee, echt? Ja. Das ist ja krass. Oh, wie assi, ey. Das ist auf jeden Fall assi. Oi. Och, geht doch alles. Momentan regen sich doch alle hier über Dark. Was ist das? Dark Soul? Nee, Dungeon Keeper für. Dungeon Keeper, für ja. iPhone und so. Auf dem iPhone. Ja, der größte Abzug des Jahrhunderts, ja. Ja, ich meine, bei Simpsons kannst du auch so viel Geld lassen, wa?
Also da kosten die Items auch teilweise bis zu, weiß ich nicht, 30 Euro oder so. Was? Na, das, was man mit Origin verknüpfen kann, oder was? Ja, genau. Krass, das habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Ja, ich zock, seitdem es für Android raus ist, und es ist eine nette Klo-Unterhaltung. Der Spiegel Online lesen und über Blut und Gedärm und oder Simpsons zocken, da zocke ich lieber Simpsons. was soll ich sagen? Ja, ja, bei Dungeon Keeper ist ja, das Problem ist ja, da ist es ja halt besonders krass, weil du kannst dieses Spiel ohne bezahlen im Prinzip nicht spielen, ne? Weil ja, es funktional total kaputt, ja. Ja, ja, weil das dauert dann ohne zu bezahlen, dauert das irgendwie 100 Jahre, bis du mal überhaupt irgendwie so ein Dungeon da mal freigelegt hast oder gebaut hast. Und das ist ja total widersinnig vom eigentlichen ursprünglichen Spielprinzip her, ne? Und deswegen regen sich die Leute so auf, weil das, ja, es ist einfach nur nervig, es geht einfach nicht ohne zu bezahlen quasi, ne? Und das ist dann halt echt assi. Jungs, ich geh mal eben kurz auf die Pipi-Box, ja? Ja. Und danach auf die Pipi-Box, genau. Und dann habe ich mal gleich eine Frage an euch. Jo, bis später. Bis gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schäven 8. Ja, weiter geht's. So, ich werde mich mal schon mal zum Spawnpunkt begeben. 8. Dann dürfen wir direkt mal eben neu starten. Schade. Mein Gott, schon ewig nicht mehr hier gewesen. In meiner allerersten Wohnung. Voll oldschool. Bin mal gespannt. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wird da wahrscheinlich auch nichts Langfristiges raus. Da bin ich nicht so optimistisch. Ja, egal, ausprobieren. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zu viel! Gibt es nicht irgendwie so ein Tracking-Plugin oder so, dass man Leute auf dem Server gucken kann, was, wo die waren oder was die gemacht haben und so? Gib ein Permissions-Plugin, aber wenn du einmal damit anfängst, dann wird das voll ekelhaft. Da ja, musst du gut. Dir selber von Scratch bauen. Ja, nee, ja, das, nee, das meint man nicht. Da ist man zumindest irgendwie... weiß, wo man gucken sollte am Anfang, wo er sich aufgehalten hat. Keine Ahnung, das mag's geben. Ja, okay. 4, 5, egal. Ich meine, da macht sich schon die Mühe mit einer Steinspitzhacke irgendwelche Gebäude einzureißen, also. Naja, aber man kann sich auch eine Extreme Pickaxe ercheaten. Nee, kann man sich nicht ercheaten. Die kann man sich nur ercheaten, wenn man Batman ist. Wieder am Start. Okay, WB. Hi. Und was macht der Download? Der entpackt da gerade. Dauert noch, ne? Acht.
War deine Frage? 8. Ja, das war meine Frage. Ach so, genau. Macht ihr auch Let's Plays? Ja, ich. Hätte ich auch mal Bock drauf, ey. Du bist gerade dabei. So einfach, wie es aussieht. Du bist aber zumindest schon mal akustisch drin. 5, 6, 7. Ja, ich weiß nicht, ob man das hier ein Let's Play nennen sollte. Ja, im Grunde ist es das ja. Ich spiele jeden Abend mindestens eine Stunde Minecraft. Okay. Ja, und streamst das und anschließend kommst du auf YouTube. Jo. Ja, und ansonsten habe ich vor kurzem ein Fallout New Vegas Let's Play angefangen. Okay, das habe ich auch. Ah, ich bin nicht auf der Whitelist, da komme ich nicht drauf. Oh. Wie heißt du denn in Game? Warte, ich schreib's dem TS. Wow. Warte. Uiuiui. Oh. So, muss ich mich mal hier. Am besten. Geh ich da auch mal hin. Ja, jo, bis auf der Whitelist. Alles klar, ich komme jetzt auch jeden Mensch. Das Empfangskomitee steht schon bereit. Alles klar. Schauen wir eben kurz, was hier am Rechner ist. Sofort da. Keine Minenkammer mehr da. Das ist ja skandalös. Augenblick. Minute brauche ich ungefähr. Dann bin ich fertig. Jojo. Das ist schon lange nicht mehr hier zu Hause gewesen, ne, Vater? Das stimmt. Kann hier mal ein paar Bananen ablegen. Mir mal ein paar Brote mitnehmen. Da haben wir ja wohl. Ha! Komm, geh noch ein paar mehr. Da hinten steht ja so ein komischer Baum, der sich nackt auszieht. Ja, einer ist infiziert. Ja. Da haben wir noch ein bisschen Erde. Achso, da steht aber noch so einer, der ist aber gut. Vielleicht, weil sich hier kaum mal jemand aufhält, das kann natürlich sein. Ja, nee, manche, da siehst du auch an der Borke. Oder näher an der Rinde, die, die richtigen Gummibäume, die haben eine andere. Die kaputten haben alle eine von, was ist das, Eiche oder Birke oder so. Aha. Okay. Ja, das ist die richtige Textur. Ja, vielmehr das richtige Holz. Auch schon damit an. Ach, ich war ja gerade in so einer schönen Position.
Kühe. Immer da, wenn man sie gerade nicht braucht. Ja, mit Blockbuster habe ich heute auch noch gesprochen. Der kommt leider nicht zum Zocken. Der arbeitet zu viel. Ich brauche noch einen kleinen Moment, weil ich habe so ein Edo kennengelernt. Ich wollte jetzt Fotos von mir haben. Ich habe mein S4 verloren. Und da waren meine ganzen Bilder, waren haufenweise Bilder von mir drauf. Mal gucken, ob ich überhaupt was finde. Von mir. Den wollte ich kurz aufs Handy ziehen und dann. Not ready. Jo. Jetzt habe ich einen Fisch gefangen. Mit der bloßen Hand. Der ist mir tot entgegengesprungen. Mein Spawnhäuschen. Ja, der Bahnhof da an deinem Haus, das ist auch ein bisschen sinnlos, ne? Das ist kein Bahnhof. Ja. Mini-Station. Wieso sinnlos? Ja, nee, sinnlos ist das falsche Wort. Man könnte es geschickter gestalten, sagen wir mal so. Vielleicht demnächst mal. Das habe ich damals so gebaut. Ja, ja, ich weiß. Das ist dann natürlich. Heutzutage würde ich halt auch anders bauen. Ja, ja, ist ganz klar. Das war ja kein Vorwurf. Nur mal so eine Anmerkung. Könnte man da vielleicht mal. Man könnte ja einen richtigen Bahnhof hier bauen. Wäre mal keine gute Idee. So nicht. Alles eh nur sehr knapp bemessen. Die Quelle bewegt sich schon gar nicht mehr. Ach so, da nur. Ich kann ja mal Musik anmachen. Den zarten Mo im Hintergrund hört man eh wohl gerade nicht. Ein bisschen. Sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht mit den Melonen? Das sind doch Melonen da oben auf der Melonenmütze, oder nicht? Ja. Wie kann man die denn vollständig abbauen? Das ist mir irgendwie unklar. Ja, entweder mit Behutsamkeit oder mit 3x3 Melonenstücke in die Werkbank. Ach so, ach. Oh, ah, das ist richtig. Okay. Ein beeindruckendes Musikstück. Hat etwas mit mir selber überfordert. Das ist schlecht. Oh, jetzt auch. Oh. Oh. Nerv mich nicht, Alter.
hab's geschafft. Okay. Der Kollege nervt mich gerade hart. Ja, so. Tja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Boah, ist das laut, Alter. Da. Im Wasser gespawnt. Oh ja, das sagt er. Boah. Erstmal leiser stellen. Bin ich ja gleich taub. Oh, das sieht so schick aus. Augenblick. Funktion. Raus. Ja, so, ja. So, jetzt. Ich weiß, sie gut aus, ne? Standard-Skin. Ah, ne, Scarface. Ja, Scarface. Soll Tony Montana darstellen. Erste. So, ich bin... Okay. Das ist der Spawn, hier habe ich irgendwann mal angefangen vor 2,5 Jahren. Und dann haben wir uns halt ausgebreitet. Oh ja, das haben wir. Ach ja. Oh, ein Kaninchen. Ein Kuninchen. Komm her. Kunibert. Kunibert steht mir ausgesprochen gut. Alle Spiegel verkehrt. So, ja, was steht dann jetzt hier? Ja, kannst du den ja mal ein bisschen rumführen. Ja. Ich bin auf eine Ecke getreten, nicht der Esel. Ja. Ach da. So, das ist hier. Brauchst du was zu essen? Gleich irgendwann. Boah, ich bin da gerade eben versehentlich auf eine Ecke drauf getreten und dann kam mir das entgegen. Ach, das macht ja nichts. Ja, das spielt keine Rolle. Hier hast du mal ein paar Fische. Für den Weg. Alles klar. Ja, wie man sieht hier, das erste Dorf, das überhaupt gespawnt ist. Ja. Gleich benannt worden. Oh. Ein bisschen modifiziert worden. Naja. Gott, was soll ich sagen? Rumpeln ist schwierig, das ist alles so groß hier. Ja, ich sehe das ja alles hier so. Ich habe ja Minimap. Ja. Rise Minimap. Dein Haus da hinten? Ne, hier gehört in diesem Dorf haben wir kein Haus. Das da hinten, das Spawnhäuschen, das ist. Wir brauchen eure Häuser, die ihr so baut.
Unsere Häuser, die wir so bauen, ja, das ist hier zum Beispiel halt das Vornhäuschen, das Rotzkocher halt ganz am Anfang gebaut hat. Und, ja, dann kannst du eigentlich direkt rechts abbiegen zu deinem Häuschen ja, gehen. Augenblick, ich muss kurz den Ton nochmal kurz ausstellen, die Musik ist mir etwas zu laut. Ja, finde ich ja, auch. Ja, die Musik ist zum Teil sehr laut, ja. So jetzt. Ich würde die ausmachen. Hier ist auch Melonenmütze, da kann man sich übrigens auch, also das ist ein Schnellrestaurant, kann man sich auch was zu essen bestellen, kannst du ja mal eben machen. User disconnected from your channel. Mhm. Und ich könnte kannst eigentlich du dich mal ein bisschen eindecken hier? Sieht auch schön. Hier auch mal das Dach zu bauen. An der Warenausgabe können Sie dann Ihre Köstlichkeiten empfangen. Guten Appetit. Ach, da. Ja, du musst dann natürlich erst rechts da auf so einen Knopf drücken, ne? Da gibt's dann etliche schöne Ach so. Dinge. Ja, ja. Alles ja, automatisch hier. Und das kommt dann da irgendwann raus, ja. Dauert ein bisschen. Ist Pen seit mal leer? Da kommt nämlich nicht. Oh. Ich muss kurz warten. Ja, nee, er ist schon dahinter gegangen. Da ey, kommt der ist leer. Der ist dann wohl leer. Ja. Gut zu wissen, das, welcher war denn das? Das vorletzte habe ich genommen. Okay. Dann nehme ich das Haukenhähnchen. Das Hähnchen? Ah. Falle ja, Hähnchen nachfüllen. Das Hähnchen? Nee, Hähnchen habe ich genommen, das andere war leer. Achso, okay. Das Beef. Bei Gelegenheit. Ja, kann ich ja demnächst machen. Ich habe genug von dem Kram. In meinem Bauernhof. Also im Grunde ist in fast jedem U-Bahnhof so eine Melonen, also zumindest so ein Automat. Okay, das ist cool gemacht, auf jeden Fall. Danke. Ja, wir haben schon eine richtige Infrastruktur hier. Und auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, dann kommen Sie mal mit. On the way. Ach, Gummibär. Mhm. Ja. Ja, das ist jetzt ein größeres Objekt, was sehr früh angefangen wurde. Halt so eine Stadt der Zukunft, die ist ziemlich blockig, die ist von mir. Mhm. Und die ist sehr groß. Du kannst ja mal aufs Dach gehen, da kann man dann vielleicht ein bisschen was gucken. Sieht man vielleicht mehr. Ach du Scheiße, was ist das denn? Alter Vater, hast du die mit Welded gemacht oder was? Nee. Oh, so. Alles gebaut. Ja gut, zum Teil, also ein... naja, das ist ja nur ein winziger Ausschnitt. Also, teilweise habe ich Blöcke kopiert, ja, aber ja. Im größten Teil ist es jetzt, also, komplett gut. Gebaut. Ja. Aber ich mach mal eben wieder Zach hier. Warte mal. Ja, es besteht halt aus lauter von diesen Tierecken, verstehst du? Mit diesen Innenhöfen. Ja, ja. Und, ja. Ach, da hinten geht's noch weit? Alter, ja, sicher. Was ist das denn? Total. Das soll eine Stadt für irgendwie 20.000 oder 25.000 Menschen sein. Das ist halt die Stadt der Zukunft. Ey, das ist ein Skorpion. So was sind das für Mods, Alter? Ich hab noch nie gespielt mit Mods, ne? Aber cool. Ja, hier gibt's jede Menge Monster. Muss ich ein bisschen in Acht nehmen. Vielleicht, Rotzkocher, kannst du ihm vielleicht direkt mal ein Schwert geben, um sich zu verteidigen? Oder vielleicht habe ich hier noch eins. Warte mal eben. Lass Kunibert in Ruhe. Hey, ich habe jetzt nämlich keins parat. Hast du noch eins auf der Hand, irgendwie, nee. Was du ihm geben kannst? Ja, warte mal, dann, mach ich komm mal her. Klar. Kunibert. Komm runter, ne? Hier geblieben. Ich brauche mal kurz ein bisschen Ausrüstung. Was ist das jetzt? Was habe ich hier? Scorpions-Ding? Ja, der Stachel ja, vom Skorpion. Was haben wir denn hier? Ein Pferd und ein Pferd auch noch. Wie kackt hier gerade mein Spieler ab? Oh. So jetzt. Wo ist er? Draußen. Kennst du? Ja, was ist das denn?
Chocobos. Vögel. Ja, Chocobos. Ach, oder hier Chocobos. Von Final Fantasy. Das sind Tiere aus Final Fantasy. Ja, ich kenne die, kann man reiten. Ja, die kann man reiten, man kann die zähmen, aber das ist sehr, sehr schwierig. Warte, bleib mal eben stehen. Das ist jetzt mal ein bisschen Ausrüstung hier. Ein Schwertchen. Dann habe ich ja auch noch ein Spitzhäckchen für dich. Komm her, ich klatsch dich mit dem Fisch. Die Tür. Hier. Sehr schön. So. Zack, zack, zack. Mal spielen, ne? Komm her, Kunibert. Mal schön in diese Richtung. Ja, das geht noch eine Weile so weiter. Ernsthaft? Ja, ein bisschen. Bis der Bahnhof kommt. Bis zum Bahnhof müssen wir schon. Immer geradeaus, immer geradeaus. Immer durch die Türen. Ach, mit rechts kann man schlagen. Wie bitte? So. Ey, ich war mir gerade etwas verwundert. So, hier lang zum Beispiel. So, und dann kommen wir zum Bahnhof. Ja, und da fängt auch schon fast die nächste Stadt an. Also, sie sind inzwischen so weit, dass die Städte aneinander grenzen. Okay. Ja, so Ruhrgebiet halt so. Ja, und das war jetzt also meine Stadt. Und da hinten, hinter dem Bahnhof, wenn du jetzt da noch weiter durchgehen würdest, dann fängt die nächste Stadt an, die jemand anders gebaut hat. Okay, wie geil ist das denn? Diese Mods sind der Oberhammer, Alter. Mit so einer kleinen Mods sind krass, ja. Richtig geil. Eine Emma. Was hast du denn auf dem Kopf? Karnickel. Piraten haben aber gerne auf der Schulter her. Karnickel. Entwickelt sich langsam zum Markenzeichen. In der Stadion. Was ist denn das für ein Stadion? Ein Fußballstadion. Das Haukenstadion. So. Steht drauf. Krass ist, man kommt nicht über diesen Zaun. Ja. Nee, aber hier außen. Oder? Oder? Nee. Nee, über den Zaun kommst du so nicht. Oh, Dresden hat hier weitergebaut, sehe ich gerade. Gibt jetzt einen Bahnhofsvorplatz. Wow. Ja, den hat er etwas vergrößert. Ja, und eine Straße dann direkt zum Stadion. Ah, sehr vernünftig. Nur mit den Zäunen, ja, das hätte ich. Ey, hier ist ein Loch. Hat er einen Stein vergessen. Ach, mit Aufzug. Oh. Abgefahren mit Tribüne und schlag mich tot. Ja, der hat auch schon gute Ideen. Was ist denn da unten los, sag mal? Ist da, sind da Gladiatorenkämpfe im Stadion oder was? Ich weiß nicht, was da unten ist. Ich bin gerade runtergesprungen, ich will wissen, was das ist. Oh, der hat einer irgendeine Scheiße gebaut, ohne Ende. Was? Ach so, der Kram, der da steht. Ja, ah. Da stehen doch so diverse Geräte. Aber hier den Bahnhof, den kenne ich auch noch nicht. Dresden hat echt weitergebaut. Richtig fettig. Boah, Alter, hier sind alle Scheiß drin. Eisenerz, Frostscorpions-Ding. Gibt. E.T. Red Burger. Oh, ja. Oh je. Ja, das ist halt so die. Der Bauwagen quasi. Na, ich muss neu starten, Jungs. Das ist meine Batterie leer. Obwohl, das passt ja sehr gut. Da kann ich sehr. Da hat der doch glatt weitergebaut. Das ist ja echt gut. Direkt sieht mal. Sieht cool aus.
meine Batterie aufladen. Danke, Driesen. Kann man ja Fußball spielen? nee, nicht wirklich. Haben wir noch nicht ausprobiert. Gibt noch keinen Fußball-Mod. Ah, Paintball und so sind auch richtig cool. Für Minecraft oder was? Ja. Gibt's das, ey? Jo. okay. Ja, es gibt irgendwie alles, ne? Umkleiden sind noch nicht fertig. Also mit den Fenstern ja schon fast oben, würde ich mal sagen, oder? Ist er damit sogar schon oben. Aber es sieht richtig geil aus. Ja, das ist cool, aus. Das Stadion, ne? Das hat er echt gut hingekriegt. Also, das sieht echt gut aus, auf jeden Fall. Ich wüsste nicht, wie ich das so machen sollte. Also der hat da echt ein gutes Auge für, irgendwie. Hat er echt fein gemacht, man kann schon sagen. Würde man den Typen gar nicht gut fahren. Wenn du ihn kennen würdest, dann würdest du auch denken, what the fuck? Das ist nämlich eigentlich so ein total drögen, ruhigen Typ, weißt du, der eigentlich irgendwie, traut man sowas gar nicht zu, so, der das hier gemacht hat. Hm? Ja. Aber der kann sehr kreativ sein. Cool. Ja, ja. Flug ins Blaue. Oh, ich verlaufe mich hier im Stadion, ne? Hier noch zwei Steine. Bei dem Bogen gemacht, hab ich auch noch nicht gesehen. Wenn ich in die Richtung fahre, wohin komme ich? Keine Ahnung, wo du bist. Hab dich aus den Augen verloren. Bin rausgegangen. Ist eine Eisenbahn oder was? So. Ach so, da, dieser Bahnhof. Ja, pass auf, warte, bleib mal eben da stehen, ich komm zu dir. Gib den Minecart. Ja, ich bin schon mit Minecart vorausgefahren. Ach, du hast schon einen. Ja, ist aber gerade weggefahren. Das fährt gerade auch nämlich weg. Ja, okay, das ist natürlich geil. Wer weiß, wo das wieder landet. Ja, war schon Neues. Wo bist du? Am Ende. Ja, toll. Also jetzt so, alles durch. Fahr ich hier hinterher. Ja, okay. Lass mich schon sehen. Ja, das mit den in Minecart einsteigen, das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Ich weiß, nee, weil ich bin ausgestiegen, weil ich auf dich warten wollte und dann ist es weitergefahren. Ja, du musst nur antappen und kloppen, dann, ne? Du musst ja mit deinem Schwert kaputt hauen. Dann. Hast du es wieder, oder was? Da kommt eins. Der Kanickel weg. Ja, okay. Und hier bin ich auch gar nicht richtig. Ich hab's noch nicht wieder. Hier. Hier bin ich richtig. So, und jetzt würde ich sagen, fahr mal einfach so ein bisschen in der Gegend rum. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben hier ein ausgeprägtes Schienennetz. Wir schon sehen, wohin dich das führt. Okay. Wo ist halt mit Sachen abbauen und so? Wegen Bauen? Wo darf ich dann bauen? Da würde ich sagen, geh mal auf die Bühnenmap. Auf die was? Ja, es gibt so eine Internetkarte von den ganzen, von der ganzen Welt, die man dann sehen kann. Live Map, ja, kenn ich. Kennst du, ne? Sala, wie ist die Adresse? Hallo? http://haukenland.de.vu. Genau, Hauptland. Mal gucken. Ja. Und da kannst du dir dann auch angucken, ja, wo du Platz hast, um was zu bauen und was vielleicht nicht zu weit weg ist und so.
Das würde ich mir mal angucken. Okay. Aber dazu kommen wir dann morgen und... Die Skorpion hier am Start, ja. Haukenland.de. Ne? Ich wünsche euch noch eine gute irgendwas. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß, auch wenn es viel Geschippe gebaut, ein bisschen rumgerenne in alten Gefilden war. Aber trotzdem, mir hat's Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Bis moin, wenn ihr mögt. Ciao! Auf der rechten Seite könnt ihr euch die Playlist mit allen Minecraft-Videos anschauen. Links kommt ihr zum Let's Play von Fallout New Vegas und wenn ihr auf Hodor klickt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren.